Hallo liebe Lego-Freunde, ich bin Holger, der Austrian Brick Fan aus dem schönen Kärnten in Österreich und heute Lego Marvel Set Nummer 76276, der Venom Mech vs. Miles Morales. 134 Teile für 14,99 €. Eins von zwei Mech Armor Sets, die im Januar 2024 auf den Markt gekommen sind. Das zweite ist The War Machine Mech Armor. Zeige ich euch in einem anderen Video. Aber in diesem hier haben wir zwei Minifiguren. Zum einen haben wir Venom. Da ist er auch schon. Logischerweise in dem Fall ohne Haarteil. Das heißt, die Minifigur besteht nur aus drei Teilen. Wir haben natürlich aus dem Grund auch kein zweites Gesicht auf dem Kopfteil. Allerdings der Druck vor der Rückseite, der schaut doch ganz nice aus. Gefällt mir. Und Minifigur Nummer 2, Miles Morales. Auch hier kein zweiter Gesichtsausdruck, macht auch in dem Fall keinen Sinn, ehrlich gesagt, weil er hat ja nicht wirklich ein Gesicht, man sieht ja nur die beiden Augen hier auf dem Teil. Und er hat dieses Netz-Shooter-Teil eigentlich, also das kennen wir schon aus mehreren Sets, was wir so in die Hand geben können, auch in irgendeiner Form abfeuern können. Da ist natürlich immer Vorsicht geboten, dass man das niemand anders in die Augen schießt. Ich meine, wir Erwachsenen wissen das, bei Kindern ist da immer zum Aufpassen. Des Weiteren hat er dieses flexible Netzteil. Ich meine, wir kennen das aus auch anderen Sets. Zum Beispiel bei dem Familientreffen-Set von Chinese New Year ist das, wird das in schwarz benutzt, um Girlanden darzustellen. Da kommen dann Lämpchen dran und so. Das können wir in dem Fall an dem Mech hier hinten dran machen. Das ist also Teil dieser, ja, dieses Kampfes zwischen Miles Morales versus Venom. Da kann er sich halt eben da hinten befestigen. Zum Mech selber, wie bei eigentlich allen Mechs dieser Größe, haben wir keine beweglichen Knie. Wir können ihn nur an der Hüfte bewegen und unten die Knöchel können wir bewegen. Bei den Armen das gleiche Spielchen. Wir haben keine Ellenbogen, wir können den Arm nur in der Schulter bewegen und die Finger hier ein bisschen einstellen. Ansonsten ist aber diese Hüftdrehung möglich, kein Problem. War auch nicht immer der Fall. Wir können die Brust öffnen, um in dem Fall Venom da reinzusetzen. Ansonsten Waffen oder sonst was hat er keine. Ich glaube auch, dass Venom keine Waffen braucht. Ja, eigentlich finde ich das Ding ganz gut, ganz nett. Ich mag diese Mechs in allen Größen und Variationen. Schauen wir also noch ganz kurz in die Anleitung. Das Set hat keine nummerierten Beutel, also ihr müsst alles auf einmal aufmachen, was in der Box drin ist. Das war in der Vergangenheit nicht immer so. Ich kann mich erinnern an den Iron Man Mech, den kleinen, der ähnliche Teileanzahl hat. Da waren drei nummerierte Tütendruppen drin. Das ist immer ein bisschen produktionsbedingt, denke ich, aus welchen Werken die Teile kommen und so. In dem Fall ist es halt eben nicht. Teileliste, hier sehen wir noch ein paar schöne Illustrationen von dem Set. Ja, gefällt mir ziemlich gut. Wie gesagt, ich mag mich, ich bin davor belastet. Dann haben wir hier noch die Box. Ist angegeben für 6+, dürften aber gegebenenfalls auch Jüngere hinkriegen. Die beiden Minifiguren, Lego Spider-Man, Rückseite. Gibt sonst nicht viel zu sagen. Und das war es dann auch von mir zu dem Set. Ich hoffe, sag ich schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.